Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Siegfried Eichhorn, für die, die mich nicht kennen, und mein Kanal beschäftigt sich mit Fotografie und mit Filmtipps. Heute nehme ich euch mit zu einem außergewöhnlichen Fotospot, und zwar bin ich im südlichsten Bayern in der Nähe von Murnau. Hinter mir erstreckt sich ein riesengroßes Moorgebiet, und da gehe ich heute rein und möchte einen sogenannten Quelltaub fotografieren. Ich habe den Tipp von einem Freund bekommen, mich hier in diesem Moorgebiet nach dem Quelltopf umzuschauen, weil dieser Quelltopf ist wohl ein Loch im Boden, welches ca. 10 Meter Durchmesser hat. Und von unten schießt Quellwasser nach oben, welches glasklar ist. Und man kann, wenn man zu diesem Tümpel geht und da reinschaut, kann man viele Meter tief gucken. Und dieser Quelltopf ist wohl das Ende eines sehr großen unterirdischen Höhlensystems. So, und heute möchte ich das Foto machen von diesem Quelltopf im Vordergrund und das Karwendelgebirge im Hintergrund. So stelle ich mir das Bild vor. Ich hoffe, dass ich den Spot auch tatsächlich finde. Ich habe nämlich gestern auf Google Maps circa eine Stunde lang nach diesem Spot gesucht. Also ich habe ganz akribisch nach diesem Quelltopf gesucht und hoffe, ihn gefunden zu haben. Mein Parkplatz, den ich hier gefunden habe, das war jetzt auch schon wieder eine Odyssee. Bin zweimal hier von der Autobahn runtergefahren, mich immer zu verfahren, aber stehe hier unter der Autobahnbrücke irgendwo und laufe jetzt querfeldein, ca. 20 Minuten in diese Richtung über das Moor. Ich habe hier meine Wanderschuhe dabei, also kann nichts schief gehen. Also bleibt dabei, würde mich freuen, und dann schauen wir mal, was wir aus dem heutigen Morgen machen. Ich bin ja um 3:30 aufgestanden, jetzt haben wir schon wieder nach 5. Ha, Sonne ist schon da, Gott, Gott, Gott. Aber es wird geil. Es ist leicht sumpfig und nass hier. Ich muss echt aufpassen, wo ich hier hinlaufe. Da musst du jetzt erstmal drüber. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Da ist er schon. Ja, ich habe den Quelltopf gefunden. Er ist direkt hinter mir. Er hat so einen Durchmesser von ca. 6 Metern. Also er ist wirklich, wirklich klein und gar nicht so easy hier auf diesen Moorwiesen zu finden. Aber ja, ich bin ja eigentlich jetzt da, um ein Foto zu machen. In den frühen Morgenstunden, wir haben jetzt 5:30. Aber das Licht steht so, dass eigentlich diese schönen Schlingpflanzen, die jetzt von unten nach oben kommen, in diesem Moorsee, nicht richtig zur Geltung kommen. Die müsste man irgendwie, weiß nicht, mit einem Polfilter oder sowas fotografieren. Ich habe leider keinen dabei, ich habe gar keinen. Muss ich mir jetzt mal besorgen. Und dann habe ich auch noch eine Idee, vielleicht hier eher in den Abendstunden nochmal herzukommen und das Wasser etwas zu beleuchten, damit diese Schlingpflanzen besser zur Geltung kommen, weil die schauen echt irgendwie spooky aus, also richtig geil aus. Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wenn man ins Wasser rein fotografieren will, kommt man eigentlich um einen Polfilter nicht herum. Also da kann man in der Nachbearbeitung auch wenig rausholen. Diese schönen Pflanzen in dem Wasser irgendwie zur Geltung kommen lassen. Der ist bestimmt auch gute 5 Meter tief. Wow. Also wenn ich nachts nochmal herkomme, würde ich dann hier irgendwie ein LED-Licht platzieren und direkt ins Wasser reinleuchten. Das könnte sehr, sehr interessant aussehen. Und das mache ich auch so, um da ein außergewöhnliches Foto zu schaffen. Wenn man hier drauf zuläuft, fällt er einem überhaupt nicht auf. Er schaut nach gar nichts aus. Das ist wirklich ein Mini-Tümpel. Aber ist man dann vor Ort und sieht das Ganze mit einem fotografischen Auge, ist das wirklich ein ganz, ganz schön geiler Spot, Leute.
Jetzt habt Spaß mit ein paar Drohnenaufnahmen. Ich lasse die jetzt steigen und bedanke mich fürs Zuschauen, für die Erkundung dieses schönen Spots. Dann sage ich bis bald. Euer Sigi vom Ammersee, heute von den Moorwiesen.